Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 17 der Reihe über romantische Liebe in der europäischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einer Veränderung, die im 19. Jahrhundert stattfindet, und zwar eine Veränderung, die fortführt vom sogenannten Entwicklungsdenken zum Fortschrittsdenken. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass um 1800 eine neue seelische Kategorie entstanden ist, nämlich die Kategorie des Unbewussten. Das Unbewusste, das ist ein Bereich im Menschen, in der Seele des Menschen, der existiert jenseits seiner Logik im transzendental zu denkenden Bereich, im Ahnen und Fühlen, in der Unreflektiertheit, die eben aber aufgrund dieses Ahnen und Fühlens auch näher zu Gott steht, als das, was dann die menschliche Rationalität an Gedanken in die Welt bringt. Je irrationaler, je alogischer, desto positiver wird das im 18. Jahrhundert gedacht. Und diesen Bereich des Allogischen und Irrationalen, das ist der Bereich, die Domäne der Frauen und der Kinder. Und sie sind die Antipoden zum rational denkenden Mann. Und so ist etwas zu beobachten, was sich dann im 19. Jahrhundert vollkommen ändern wird. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert wird der Mann relativ kritisch gesehen. Er wird eben als zerrissener, gespaltener, gottferner, fernes menschliches Wesen gedacht. Und die Frau wird auf das Podest einer Priesterin, einer Heiligen erhoben. Das verändert sich nun so ungefähr ab dem Wiener Kongress, ab 1814, 15 und dann ganz entscheidend in den 20er und 30er Jahren. Das führt dann zu dem, was wir Biedermeierzeit nennen oder eben auch das viktorianische Zeitalter. Das Fühlen, Ahnen und Glauben, das Unbewusste, was ursprünglich positiv gesehen wird, wird nun negativ konnotiert und damit eben auch die Frauen und Kinder, die nun sozusagen infantilisiert werden. Logik, Rationalität ist im Auftrieb und damit der erwachsene Mann. Das Denken, ein neues Denken bricht sich Bahn, das neue Denken in Gedanken des Fortschritts. Ein Denken, das für viele ja noch sogar heute existiert und das trotz Klimakrise und trotz vieler Anmerkungen, die dieses Fortschrittsdenken immer kritischer sehen. Nochmal, wir müssen nochmal kurz rekapitulieren. Man kann sagen, dass in der frühen Neuzeit, in der Renaissance, in der Reformation, eine neue gedankliche Moment in das Denken Europas hineinkommt, nämlich die Erfindung des Raumes. Das sieht man sehr schön an der Malerei, wo wir nun durch die Einführung der Perspektive ein dreidimensionales Bild wirken, beobachten können. Und das verändert sich eben, wie gesagt, nochmal im 18. Jahrhundert, wo dieses Entwicklungsdenken, das Denken in zeitlicher Dynamik sich Bahn bricht. Und ich muss nochmal ganz kurz rekapitulieren. Im 18. Jahrhundert wird der Anfang einer zeitlichen Entwicklung als Gott nahe begriffen, als Nähe zu dem einen, aus dem sich dann im Laufe der Zeit die Vielheit entwickelt, unter anderem eben auch die Dualität zwischen Mann und Frau. Am Anfang ist das Es, das Kind, androgyn, und daraus entwickelt sich im Laufe der
Entwicklung eines Menschen, der Mann oder die Frau, die nun eben jetzt biologisch definiert werden und damit alle anderen Formen von Geschlechtlichkeit ausschließen. Das führt dann im späten 19. Jahrhundert zu einer verschärften Verfolgung der Homosexuellen. Darauf werden wir in einer späteren Zeichensetzung auch noch eingehen. Am Anfang, so denkt das 18. Jahrhundert, steht die Frau, die Einheit. Und ganz wunderbar sieht man das in der schwangeren Frau. Wo kann man besser eine Zweiheit in Einheit beobachten als bei der Schwangeren, die ihr Kind in sich trägt? Und was für das Individuum gilt, gilt eben auch für die Menschheit. Es gibt eine zeitliche Entwicklung von Menschen, die im Naturzustand leben, als gute Wilde. Und aus diesem Naturzustand entwickeln sich dann die zivilisierten Gesellschaften, die auch als korrupt vorgestellt werden. Ganz besonders beobachtet man das dann in jener Zeit in der französischen Aristokratie vor der Französischen Revolution. Das Wesen dieser zeitlichen Entwicklung ist die Zunahme an Reflektiertheit, Geistigkeit, Logik, Rationalität und damit eben auch Gespaltenheit und Zerrissenheit. Nun, um 1815, 20, in den 20er und 30er Jahren wird das genau gekippt und das, was früher positiv gedacht wird, wird nun negativ konnotiert und es gilt. Je früher ein Zustand anzusetzen ist, desto dümmer ist er, desto infantiler ist er und desto gefährdender ist er auch eben in seiner Triebhaftigkeit. Vom Entwicklungsdenken zum Fortschrittsdenken. Je zeitlich später ein Zustand anzusetzen ist, desto besser ist er. Wie gesagt, davon sind auch heute noch einige Menschen überzeugt. Und das hat eben Auswirkungen auch auf die romantische Liebe. Die hochgeschätzte Kindlichkeit der Frau im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, wo es kein größeres Lob gab, als zu einer Frau zu sagen, du Kind, wird nun im 19. Jahrhundert zu einer herabwertenden Äußerung. Du Kind, du hast ja keine Ahnung. Das wird nun eben pejorativ verwandt. Du hast keine Ahnung, du hast damit aber eben auch weniger Rechte und man muss dich auch als Mann beschützen, weil man das bessere, das rationalere Wesen ist. Und dadurch kommt es dazu, dass die eigentlich traditionelle Geringschätzung der Frau in der europäischen Kultur wieder verstärkt kommt. Nun freilich weniger aus religiösen Gefühlen, also eben die Frau als die Verursacherin der Erbsünde in der biblischen Figur der Eva, sondern eher aus medizinisch-biologischen Gründen, aufgrund ihrer biologischen Veranlagung und ihrer Denkfähigkeit neigt die Frau zur Infantilität oder eben im späten 19. Jahrhundert wird man die Hysterie erfinden, die eben stark zusammenhänge mit der Gebärmutter, die eine Frau in sich trägt. Und nun geschieht etwas ganz Eigenartiges. Um 1800, 1810 noch, wird der Mann als zerrissenes Wesen vorgestellt, das einen oft in sich einen, im Unbewussten einen Doppelgänger hat, der ihn aus seiner rationalen Bahn reißt. Wir werden das uns genauer nochmal anschauen bei dem sogenannten Doppelgängermotiv von E.T.A. Hoffmann in den Elixieren des Teufels. Die Frau wird als das ganzheitliche Wesen verstanden. Und nun eben im 19. Jahrhundert dreht sich das um. Und nun wird die Frau auf einmal zum Doppelwesen für den Mann.
Nämlich zum einen hat sie immer noch etwas Positives, wenn sie eine Jungfrau ist, wenn sie eine Heilige ist oder wenn sie eine Mutter ist. Das heißt, insofern sie asexuell ist, wird sie positiv gedacht. Insofern sie aber sexuell gedacht wird, und gerade auch im Bereich des Unbewussten, wird sie zur Triebtäterin und zur Verführerin, die den Mann von seiner rationalen Zielstrebigkeit, von seiner Fortschrittlichkeit abzubringen versteht. Denn man kann das natürlich, und so versteht man es dann auch im 19. Jahrhundert, die Schuldlosigkeit des Anfangs ist ja auch ein Nicht-Reflektieren von Moral, ein Nicht-Wissen um Gut und Böse. Der gute Wilde, das Kind, der Naturmensch kennt keine Moral. Und daraus wird dann eben im 19. Jahrhundert ein amoralischer, einer, der triebhaft ist, der seine Triebe nicht beherrscht. Und aus dem guten Wilden wird der Primitive, der eine Gefährdung darstellt für den europäischen, entwickelten, rationalen Menschen. Was am Anfang als heilig gedacht wird, nämlich der Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau, der eine verlorene Einheit nun im wahrsten Sinne des Wortes wiederherstellt, das wird nur noch in der Ehe geduldet. Ansonsten wird der Geschlechtsakt absolut negativ gesehen, außerhalb der Ehe, als sündhaft, als triebhaft. Und das bewirkt, dass wir nun im 19. Jahrhundert eine Doppelmoral bekommen, die den Mann in die Zwickmühle stellt zwischen einer ehrbaren Hausfrau, einer Gattin, die jungfräulich in die Ehe eingeht, unterscheiden zu müssen, und einer Prostituierten. Und nun haben sie sozusagen die Wahl. Einerseits die züchtige Hausfrau, Mutter der Kinder, wie es auch schon Schiller sozusagen formuliert hat, die Gemahlin, und andererseits die Frauen, die am Rand der zivilisierten Gesellschaft leben, in den Slums, in den Bordellen, in Gruppen, die nicht vollständig integriert sind in die europäischen Gesellschaften, nämlich, und das ist das, was man früher Zigeunerinnen genannt hat, oder auch Jüdinnen, die nun eben ein neues Image bekommen und als sehr triebhaft auch in der Literatur dargestellt werden. Männer gehen nun zu diesen Frauen, wenn sie ihre Ehrbarkeit fliehen. Sie nehmen sich Geliebte, die sozusagen in ihrer Vorstellung randständig sind. Sie definieren sie so. Eine Vorstellung, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert hineinzieht. Und das Wilde, das Primitive, das Unzivilisierte, was dann eben bestimmten Gruppen der Gesellschaft, weiblichen Gruppen der Gesellschaft zugeschrieben wird, das ist auch faszinierend für die Männer, die in ihren Moral gefangen sind, nach außen gefangen sind und eine weiße Weste haben müssen. Eva, die alte biblische Sünderin, mutiert zur Triebtäterin. Und der Mann erfreut sich nun obszöner Fantasien von Haremsdamen, von Cancan-Tänzerinnen. Es werden Romane über Ehebrecherinnen geschrieben, die wir uns eben dann auch noch in einer Zeichensetzung anschauen wollen, die ein vollkommen neues Bild von Mann-Frau-Beziehungen auf die Bühne stellen, dass das 18. Jahrhundert so gar nicht kennt.